Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Okay, wie es aussieht, liegt der Ort am Hafen. Wir treffen uns dann da. Schnauze. Fährst du jetzt hin? So, ich wollte mir eigentlich, ein neues Auto holen, nur das Problem ist, wir haben noch nicht genug Geld, also wir können uns zwar ein paar leisten, Problem ist einfach nur, ich würde mir schon gerne das Auto schon ein bisschen, ich würde das Auto gerne schon ein bisschen tunen wollen. Deshalb müssen wir, glaube ich, noch ein Tagrennen machen, müssen gucken, dass wir ein paar Rennen mitnehmen, aber ich glaube, so viele Tagrennen haben wir gar nicht, also besser gesagt, wir haben keine... No, neun Tagrennen. Das liegt vielleicht dran, dass wir von Dings nicht aufgestiegen sind, von Level her. Aber was wir tun können und auch werden, dass wir so die Rekorde hier alle machen, ne? Das ist bestimmt Offroad, ne? Ja, das ist Offroad. Dass wir das hier machen. Mediclean, Herausforderungen. Wir werden natürlich auch Rennen ganz normal wieder jetzt ein bisschen ein paar mit einbauen. Sind wir schon ein paar, also wir sind ja alle schon gefahren. Aber ist ja an sich gar nicht so schlimm. Ist ja an sich gar nicht so schlimm. Denn es geht uns ja erstmal nur ums Geld, dass wir ein bisschen noch an Cash rankommen. Oh, das ist jetzt richtig, ja. Okay. Hey, hui. Hui. Genau, ein bisschen ans Geld rankommen und dann könnten wir überlegen, wir könnten natürlich auch den BMW erstmal behalten. Und könnten natürlich sagen, mit dem Geld holen wir uns einen Offroader. Geht natürlich auch. Wäre auch eine Möglichkeit eigentlich, ne? Sich einen Offroader zu holen. Warte mal, hier ist ein Flamingo. Flamingo. Hier ist Wasser. Ups. Flamingo. Ich komme. Ingo. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hochkomme. Ah, die Skripten hier, ne? So. Ja, der hält sich ja richtig gut. Richtig guter Offroader, nicht? So. Flamingo-Time wird doch bestimmt unten sein, oder? Nee, ich fahre jetzt runter und hier ist nicht das scheiß Flamingo-Vieh. Da. Da ist es. Jawoll! Also klingt. Also gegen Brückenpfeiler gefahren, so wunderbar. Es fehlt uns noch in diesem Gebiet ein. Ein Flamingo fehlt uns noch, auch krass. Na, finden wir schon. So, genau, da machen wir heute ein paar Herausforderungen, Mensch. Passe auf, wenn Raser unterwegs ist, ja? Hab ein bisschen Augen im Kopf. So schnell kann es gehen. Jetzt habt ihr das ganz genau gesehen. Hört auf zu rasen. Denn vor dir der Autofahrer kann mal eine Notbremsung machen. Dann seid ihr drin im Kofferraum. Ja. Dann habt ihr euch gepaart. Aber das ist auch nicht schön. Das wollt ihr nicht. Außer ihr wollt. Wenn das immer so. Ja, immer die. Es gibt viele Kampagnen. Da spricht man von, ja, Unfall ist schlimm und sowas. Wieso sagt man nicht einfach die Realität? Wieso sagt man nicht einfach hier, wenn ihr einen Unfall baut, kann eure Familie sterben, seht ihr überall Blut, seht ihr Gedärme, Leichen. Also man muss doch einmal ehrlich sein und das ist halt wirklich so. Ich glaube, wenn man das jeden Menschen irgendwie einprägt, wirklich jeden Menschen mal einprägt, dass ein Unfall halt ja nicht nur Plässschaden ist, sondern dass auch mal ein Unfall sein kann und neben dir dein Kind vielleicht stirbt oder du stirbst oder da du vielleicht der Unfallursacher warst, dann die Familie vor dir stirbt, weißt du? Wieso habe ich das jetzt gemacht? Ist dann immer so, ja, große Frage. Ich finde, es gibt so Kampagnen im Internet, die finde ich schön, aber die anderen Kampagnen, pass auf, du kannst einen Unfall bauen, ja, das ist... Man kann auch im Puff kann man auch eine Geschlechtskrankheit bekommen. Bringt ja jetzt auch nichts, wenn man da irgendwie welche Plakate hin aufhängt, von wegen, passt auf, ihr kriegt Geschlechtskrankheiten. Also ich glaube nicht, dass sich jemand dran halten bekommt. Man muss daher faktisch einfach mal sagen, guck mal den Typen da hinten an. Siehst du, wie der aussieht? Ja, der hat eine Geschlechtskrankheit. Der ist nicht nur hässlich, der hat auch eine Geschlechtskrankheit. Und so ist es auch bei den Unfällen, ne? Gerade so auch die Leute, die Gaffer, ganz schlimme Menschen, die könnte man wirklich einfach nur verprügeln.
Da manchmal, das klingt zwar vielleicht ein bisschen sehr, naja, sehr dumm von mir, aber manchmal wünschte ich, dass von den Gaffern da einer liegen würde. Also, oder ein Familienmitglied liegen würde. Nicht irgendwie gestorben, nur irgendwie ganz leicht verletzt. Wirklich nur ein Kratzer, aber trotzdem. Es war ein Unfall, man hatte erstmal den Schock. Und ich frage mich am meisten, wie die Gaffer dann auf einmal reagieren würden, weil dann würden die nämlich keine Fotos mehr machen. Und das finde ich leider ein bisschen traurig. Man muss auch ehrlich sein, man sollte die Kampagnen, ich glaube auch gerade Rauchen. Ich bin Raucher, Rauchen ist gefährlich, Rauchen ist schädlich, hört auf mit Rauchen. Das ist eigentlich, ist halt einfach so, Rauchen ist ein schleichender Suizid, sagt man ja so gerne. Obwohl man auch sagen muss, und den Fakt muss man auch mit aussprechen, es gibt auch Leute, die nie geraucht haben und trotzdem mit 40 an Lungenkrebs versterben. Ist natürlich auch Fakt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man krank wird, ist natürlich mit Rauchen enorm hoch. So. Und die Bilder natürlich auf den Kippenschachteln, seid mal ehrlich, wer guckt von euch die Bilder an, von euch Rauchern? Seid doch mal jetzt ganz ehrlich, wer von euch guckt die Bilder an? Niemand, richtig, niemand von euch guckt die Bilder an. Vielleicht mal so, ja, kann passieren, aber wird mir eh nie passieren. Wenn man den Rauchern mal... Ja, ist natürlich schwierig, sowas zu zeigen, aber wenn man den Rauchern man jetzt mal sagt, hier, passt auf... In jeder Klinik macht man mal jeden Samstag oder so, wenn man das Personal hätte, jeden Samstag in jeder Klinik gibt es irgendwie so ein Aufklärungsseminar. Oder man macht das noch besser über Werbung. Es ist einmal Werbung dabei, wo explizit es um Raucherschäden geht, für 10 Sekunden oder so, 20 Sekunden. Ich glaube, das prägt viel mehr ein als irgendwelche beschissenen Bilder auf der Schachtel. Es interessiert halt keinen auf der Schachtel. Ich guckte, es war ja aufholen, ne? Ja, und so finde ich das halt auch, mit Unfällen, ne? Ist aber leicht gesagt auch immer so traurig. Klar, von zu Hause kann man sagen, würde mir nie passieren, wenn ich rase. Dann passiert in denjenigen das doch, ne? Dann ist es aber zu spät. Wir wollen ja nicht so enden wie unser Justizsystem. Erst wenn, fand ich auch übelst heftig, ich habe gestern, Nachrichten ein bisschen rumgestöbert und aber auch eine Frau, also Frau war, ich glaube, die war 18, 19 und die wurde in der Vergangenheit, muss man so ehrlich sagen, die wurde, ich glaube, von ihrem Papa sexuell missbraucht. Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, meine Demenz kracht schon wieder. Irgendwas wollte ich jetzt sagen. Die Frau wurde sexuell missbraucht. Achso, genau. Und die hat aber vorher mal eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Ne? Das Problem ist, vorher ist noch nicht so viel passiert. Ich glaube, vorher wurde sie halt noch von ihrem Vater, unsittlich angefasst. So, dann hat die Polizei gesagt, ja, wir können nichts machen. So, und dann ist es natürlich sehr hart gekommen, dann wurde sie halt ein halbes Jahr oder so von ihrem Vater dann ein bisschen anders angefasst und auch missbraucht. Und dann auf einmal kann die Polizei einsteigen, dann kann, jetzt haben wir ja einen Tatbestand, jetzt können wir ja was machen. Und das finde ich eigentlich heutzutage übel schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen, darüber kann ich eigentlich so einen Real Talk machen. Das finde ich heutzutage echt schlimm. Da finde ich die Exekutive, ich hoffe, ich vertraue das jetzt nicht mit der Legislative, die Exekutive ist echt so... Ja, wenn wir Tatbestand haben, dann können wir handeln, vorher nicht. Ne? Und gibt es ja noch andere Geschichten. Ne? Guck mir auch ganz gerne Domian an, viele kennen von euch. Da war auch eine Geschichte, vorgestern habe ich mir die angehört. Da hat eine Frau, war bei der Polizei, wegen Stalking. Die Geschichte ist glaube ich schon 10 Jahre her, aber ich sage es euch trotzdem mal. Wegen Stalking. Und da hat die Polizei gesagt, na gut, wir können momentan noch nicht sehr viel machen. Und da hat die junge Dame, ich glaube auch die Mutti, hat dann natürlich gefragt, ab wann können sie denn was machen? Ja, wenn ein richtiger Tatbestand, ein handfester Tatbestand besteht.
Sprich, man hätte ihn aufnehmen müssen die ganze Zeit, ist aber auch schwierig, weil er war halt nie immer vor der Wohnung, sondern er hat sie auch von ganz, ganz, ganz weit gestalkt. Aber die Frau hat es halt immer mitbekommen, aber wie soll man das beweisen? Geht nie. Der hat es natürlich so raffiniert gemacht, dass er extra auch keine Bilder oder sowas geschickt hat oder nie angeschrieben hat. Das hätte die Polizei definitiv was gemacht. Aber, ja, was ist dann passiert? Ja, die Frau wurde dann von dem Stalker umgebracht. So, und auf einmal handelt die Polizei. Das sind so manchmal so Sachen, wo ich mir so denke, warum ist das im deutschen Staat so, dass die Exekutive erst handelt, wenn es zu spät ist. Ne? Und das jetzt einfach mal abzurunden, das ist das Thema halt auch wegen Rauchen. Ne? Die Bilder bringen halt auf den Zigarettenschachteln einfach nichts. Die bringen absolut nichts. In meinen Augen müsste man ein bisschen extremer vorgehen. Und mal wirklich so, ja, von Anfang an irgendwie in der Werbung vielleicht mal mit einbauen, wie gefährlich noch Rauchen ist. Reicht doch so ein Werbespot für 10 Sekunden. Reicht doch. Ich glaube, dann würden auch viel weniger rauchen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es dem deutschen Staat gar nicht gut tun würde, wenn es weniger Raucher gibt. Und ich glaube, deshalb wird auch nicht dagegen viel gemacht, ne? Ja, wenn jetzt alle Raucher in Deutschland wegfallen würden, ne, wären wir vielleicht doch gar nicht mehr so eine reiche Nation. So. Oh Mann! Immer das Problem, wenn ich quatsche, aber mich null aufs Rennen konzentriere, da passiert halt sowas. Das ist doof. Kacke. Ja, schaffe ich definitiv jetzt nicht mehr. Nee, ich habe immer die... Ach Mann, ich habe immer die eine Kurve so beschissen genommen. Okay, ist nicht schlimm. Jetzt rede ich mal gleich erstmal nicht mehr so viel. Muss aber auch mal raus, ne? Man muss ja auch mal... Genau, Event wiederholen. Aber wenn ihr wollt, kann ich ja da mal raus einen Real Talk machen. Über solche Themen. Wenn euch das interessiert, kann ich darüber ja mal einen Real Talk machen. Weil ich finde das schon, das sind schon interessante Themen, ne? Genauso wie... Klingt vielleicht auch ein bisschen heftig, aber wenn man vielleicht sogar in Richtung Unfälle, man muss die Opfer ja nicht zeigen, überhaupt gar nicht, aber wenn man einfach in der Werbung auch noch mit einbaut, was passiert und das, aber immer, ne, nicht nur für 2-3 Monate, was mal hier und da mal war, sondern, und nicht nur im Internet, sondern wirklich im normalen TV, man eine Werbung einbaut, ja, was passiert, wenn man immer rast und sowas? Nee, nicht nur in den Nachrichten, wo es schon zu spät ist. Ich meine vorher. Und ich finde, das ist so Werbung, die würde ich mir auch echt reinziehen. Und ich glaube, die macht die Menschen nachdenklicher als... Scheiße, ich schaff das Klavier nicht, ne? Macht die Menschen nachdenklicher als wenn ich das hier und da mal im Internet lesen oder hören. Ich glaube, das interessiert die Masse, wenn man so nimmt, interessiert das die Masse null, dass sie im Internet hören. Wo fahre ich denn hin? Aber hier kann ich noch driften, ist auch nicht schlecht. Ah, scheiße, falsche Richtung. Vielleicht kann ich das Spiel ein bisschen ausklicken, indem ich einfach jetzt hier noch irgendwie falsch drifte. Das nicht hin? Das Rennen hier einfach nicht hin?
Ich mache jetzt mal einen Donut. Bringt das was? Ne, da kommt die ganze Zeit in die falsche Richtung. Och Mann, ey. Ja, okay, gut. Ich glaube, das Rennen lasse ich jetzt erstmal. Das ist ein beschissenes Rennen. Dafür bin ich ein bisschen zu doof. Nee, das ist mir, nee, komm, wir lassen das Rennen erstmal. Also, das schafft, das kriege ich jetzt noch nicht so hin. Ich weiß irgendwie so. Keine Ahnung. Was ist denn das hier für eine Bewertung? 300, ich habe 301. Okay, vielleicht liegt es da dran, aber 300 müsste ja eigentlich reichen. Gut. Wir werden da. Das hier noch fahren. Und ich kann ja dann vorher nochmal mein Auto wechseln. Nee. Gut, aber scheiß heute auf das Rennen. Ich fand die Themen heute einfach mal wichtiger. Wenn ihr, wie schon gesagt, wenn ihr mal wollt, dass ich früher mal so ein Real Talk Video mache, kann ich das ja mal bestimmt machen. Hallo Polizei! Hätte ich jetzt rammen können und hätte Hiebstufe sammeln können. Aber das lassen wir mal lieber. Ich gerade aber irgendwie an Flamingo oder so vorbeikommen, aber es sieht jetzt gerade nicht so aus. Zumindest nicht auf der Spur. Immer auf den Streifen fahren. Das sind Magnetstreifen. Ah, scheiße. Bin ich über Magneten drüber gekommen. Ne. Diese? Habt ihr gesehen, das ist sehr brutal eigentlich. Gut, im Spiel ist ein bisschen was anderes, aber trotzdem. Was ist das? Bullentwift. Wenn das jetzt GDA, würde ich jetzt aussteigen und würde fragen, geht ihm gut? Soll ich einen Krankenwagen rufen? Erste Hilfe leisten? Aber hier ist es nicht so einfach. Ein Doc-Tag. Mann! Du hast Doc-Tag haben. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank von dir. So, wir müssen aber jetzt das Auto nochmal wechseln. Ich möchte gerne meinen Wagen wechseln. Danke, ich wollte gerade sagen, was ist das hier für eine komische Einstellung mit? So. Nehmen wir natürlich unseren BMW wieder. Ich bin solo. Jo. So. Mal gucken. Aha. Aber was? Mit deinem Fahrwerk, Mensch? Wie sieht das aus? Deine Achse ist vorne und hinten gebrochen. Der bleibt aber tief in mir drin, ne? Oh, lol! Trollolol! Ups! Ich wollte den gerade witzigerweise wegrammen, aber funktioniert der nicht ganz. Bremst der oder? War jetzt auch ein bisschen schlecht, ne? Ach du Scheiße, das ist doch gar nichts hier für mich. Jo, ich mag zwar eng, aber nicht hier bei Rennen. Was ist denn das? So. Dann einmal hier längs. Ja, falls auf die Absperrung.
den Fall da über den noch größer machen, ey. Na komm, ein bisschen Zeit wieder gut machen. Naja. Fahrkunst minus 6, aber geschafft. Aber geschafft. Immerhin. Verdienes Geld, ja, 20.000. Wieder mal in der Tech, was wir wieder sinnlos ausgeben können. So. Haben wir hier unten noch... Könnten das Rennen noch machen? Das ist ein Rundkurs. Und dann würde ich sagen, können wir direkt hier zur Kampagne fahren. Ja, das Rennen nehmen wir definitiv noch mit. Ups. Upsala. Was ist denn da passiert? Ganz komisch, du. Gut, nehme ich halt die normale Strecke. Ich finde die Hupe so übelst geil, ne? Richtig. Hammer. Richtig crazy. Ach, hier ist er schon. Ist das hier? Ja, das ist ein Schatz. Hab mich nur gewundert, Schatz, es wäre ein bisschen weiter weg. Ja, ich möchte Solo spielen, meine Herren. So. Das Rennen sind wir leider auch schon gefahren. Wie schon gesagt, ich muss in der Nacht ein bisschen die Heatstufe jetzt... Also nächste Aufnahme müssen wir gucken, was wir die Heatstufe ein bisschen hochbekommen. Und hier direkt immer von der Polizei gecatcht werden, weil das ist nicht gesund. Punkt, aus, Ende. Muss man durch. Bitte, bitte, ein Arzt. Gut, ja, ich hab absolut gar nichts davon. Ist okay. Okay, hallo. Ich hab Termine, Mann. Guck witzigerweise jetzt momentan nie auf die Bewertung, ne? Was ich hier für eine Bewertung brauche. Weil die, ja, halten sich ganz gut jetzt. Aber ich glaube, wenn ich keinen Fehler baue. Okay, weiter wollte ich den Satz gar nicht sagen. Könnte ich die einholen. Ich hab's trotzdem getan. Ja gut, das geht aber eigentlich. Komme ich denn nicht wirklich auf meine Max-Geschwindigkeit? Ein bisschen zu schnell. Ach ja, wunderbar. Ja, noch einer. Wirklich schnell. Ja, also mein Ziel wäre zumindest Platz 3, Platz 2. Ja, dann nimmt er erstmal eine Palme mit. Der hat Ende von der Palme gewedelt, der Typ. Mit seinem Auto. Oh, ups. Sollte mal nicht immer auf die Facecam gucken. Das ist auch so eine dumme Angewohnheit. Dass ich halt immer in die Facecam gucken muss. Ihr werdet es nicht glauben, das sagt fast jeder YouTuber oder besser gesagt Let's Player, dass man alleine, und das sage ich auch, das ist halt wirklich so, dass man alleine besser ist. Gut, man quatscht da unten. Man konzentriert sich komplett nur aufs Fahren und man guckt da zum Beispiel auch nicht in die Facecam oder so. Ach, so eine... Nee, bescheuerte... Jetzt habe ich das extra gemacht, ja. Aber so eine bescheuerte Angewohnheit. Vor allem bei Kurven mache ich das irgendwie momentan nicht gerne. Ich weiß nicht wieso. Muss ich Kontakt aufnehmen mit meinen Zuschauern? Sag mal, ich fahr doch jetzt eigentlich relativ... Ach, Alter. Ich wollte gerade sagen, eigentlich fahre ich ja relativ okay, aber irgendwie die Kurve hat wieder rausgerissen. Ey komm Jungs, gib mir doch wenigstens den vierten. Ich meine, der ist ja direkt vor mir. Der ist ja direkt vor mir, der Typ. Ist ja wirklich nicht
Seht ihr ja? Mensch, aber der. Halt einfach hier lang, ne? Mir ist egal. Ja, scheiße. Hat nicht so viel gebracht. Ach du Scheiße. Okay, das hatten wir uns gemerkt. Scheiße. Ja, gut. Das Rennen nehme ich auf meine Kappe. Das war beschissen. Ich muss auch doch, wie gesagt, langsam auch mal. Ja, natürlich. Nee. Da werde ich verrückt. Jetzt bin ich auf dem 6. Platz, Mann. Wegen euch. Vor allem wegen dir, weil du jetzt auf dem 5. bist. Du bist am meisten dran schuld. Mach dir mal Gedanken darüber. Du hättest die Kurve die ganze Zeit nehmen müssen. Das war so perfekt jetzt, aber natürlich mache ich das dann, wenn ich so viele Plätze minus gemacht habe. Nee. Oh, wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt auf dem 5? Ziel 5. Bin ich jetzt 5? Oh, bin 29.000 immerhin. Muss gleich mal echt auf die Bewertung gucken, ne? Würde mich jetzt mal interessieren. Was für eine Bewertung war das Rennen? Den vollen 300. Ja gut, da bin ich einfach nur scheiße gefahren. Ja, muss auch mal ehrlich sein, ne? Einfach nur scheiße gefahren. Nee. Gut, machen wir jetzt Kampagne weiter. Ich nehme heute irgendwie auch alles mit, ne? Gut, dass ich nicht rangegangen bin. Es war Jordan und sie ist sauer. Warum das denn? Weil alle nur noch über Shaws Abgang reden und wir im Rampenlicht stehen. Da, wo wir auch hingehören. Oh ja. Yeah. Hey, da kommt er ja. Hey, wo ist der? Die Kraft. Lol. Ist jetzt nur mal eine Streife nur noch? Also echt ein Kopf. Das kann schon schief gehen. So ziemlich alles. Steht in der Nachricht auch, wohin wir diesem Kopf folgen? Nein. Aber wir werden es wohl rausfinden. Und hoffentlich überleben. Hey, er fährt ins Containerdepot. Ach so? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube nicht, dass die hier Strafzettel verteilen. Na klar, teilen die hier Strafzettel. Was machen die da? Unser Junge hat gerade ein paar Schlüssel bekommen. Wenn wir weiterfahren, sehen sie uns. Lass uns denselben Weg zurücknehmen. Ja, bei uns lang, ja, ne? Ja, der kommt zu uns. Okay. Hast du was über Torres rausgefunden? Nicht viel. Außer, dass sie zu Mercers Einheit gehört und sie den Scheiß schon eine Weile machen. Nur ist es jetzt außer Kontrolle geraten. Vielleicht sagt sie ja die Wahrheit. Kann sein. Zum Glück fällt das im Kopf überhaupt nicht auf, dass sie nur den Tuner BMW hinterherfährt. Alle Autos sind ganz normal. Komplett aufgemotzt, ich fahr den die ganze Zeit hinterher. Geld, Status. Kommt mir bekannt vor. Versuch nicht alles zu zerstören. Ups. Gut, sorry. Mit an, park da vorne. Bemerkt er uns.
Oh. Okay, alles klar. Los jetzt. Klein Mann, Schnappschuss gemacht. Crazy. Nein. Wir haben schon früher gestritten. Aber nie so. Ich lass ihn. Ich will eigentlich die Facecam wieder jetzt anmachen. Sorry. Ich wollte nur einen ganz schönen Schnappschuss machen. Und Spanner reinhabt. Ach, dazwischen ihn lief's gut. Das habe ich anders erlebt. Er hält offenbar bei der Halle an. Lass uns hier warten. Ganz komisch hier, ganz, ganz komisch alles. Was? Das ist dann wohl die Ware. Wir müssen ganz schön gasen, wenn wir dranbleiben wollen. Die Ware also. Okay, what the fuck. Da geht der richtig Gummi, der Typ. Los bei denen! Ich kenne die Besitzerin dieses F40. Echt? Was ist passiert? Dasselbe wie bei mir. Der Wagen wurde beschlagnahmt und ist dann spurlos verschwunden. Ja, wird verkauft. Ins Sieh Ausland. Der Arsch fährt, als wäre das sein Wagen. Hat das jemand gemeldet? Das würde sowieso nichts bringen. Da steht Aussage gegen Aussage. Und uns glaubt hier keiner. Die korrupte Polizei. Nee, nee, nee. Okay, ich muss mir die Gummi geben. Links die Straße runter. Bleib dran. Aber ui, das ist so krass. So krass abbremst, damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Siehst du? Ja. Total legal aus. Finden wir es raus. Boah, Alter, was für ein Bass. Die Wagen hier müssen ein paar Mögen wert sein. Ich hatte Rennen gegen ein paar von denen. Was machen die hier? Heilige Scheiße. Ist das krass. So krass wie ein Kofferraum voll Geld? Das ist... Leise! So eine Scheiße! Dein Auto wirst du wohl nicht wiedersehen. Diese Wichser. Na so, sag mal. Du hättest sein Gesicht sehen sollen, als ich alles aufgeladen habe. Er war kurz vorm Heulen. Das hätte Frank gefallen. Okay, ich helfe Torres. Das Arschloch Mercer. Wir halten ihn auf. Wenn wir das machen, brauchen wir einen Plan. Uns fällt schon was ein. Ein Glück, dass sowas nicht auffällt, dass zwei irgendwie abhauen. Dass nicht zufälligerweise einer da hinguckt. Mann. Zwei Spione. Die latscht gerne ein, du. Die würden, wenn ich so Spione einladen würde, ich wüsste gar nicht, dass sie hier sind. So krass würden die sich verstecken. So. Und damit haben wir die Folge auch erfolgreich überstanden. Ja, wir wissen ja jetzt, dass die Polizei höchstwahrscheinlich die geschlagnahmten Autos wiederverkauft. Ich denke mal exportiert. Aber wir werden alles noch rausfinden. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.